Mein Name ist Markus Brandt. Ich bin in Bielefeld groß geworden, habe dort studiert und fühle mich deshalb in Köln so wohl. Und ich leite mit meinen Kollegen das Institut für Persönlichkeit und bin dort verantwortlich für die Ausbildung von Trainer, Coach und Berater. Die Relevanz von Persönlichkeitsentwicklung hat enorm zugenommen. Es hat verschiedene Faktoren. Einer ist sicherlich, dass wir früher gedacht haben, der Erfolgreiche wird glücklich. Und heute hat sich herausgestellt, der Glückliche wird erfolgreich. Also sollte ich die Menschen in den Mittelpunkt stellen und habe dann sowohl für den Menschen als auch für die Organisation die besten Ergebnisse. Unser Institut hat ein Leitbild, hinter dem ich heute immer noch stehe. Und das bedeutet, erkenne, liebe und lebe deine Persönlichkeit. Das heißt, erstens erkenne, wer bin ich eigentlich wirklich, was sind meine Motive, Antreiber, Verhaltenspräferenzen. Das zweite ist, liebe dich selbst. Klingt einfach, aber Selbstakzeptanz ist für viele Menschen ein großes Thema. Das dritte ist, lebe deine Persönlichkeit. Das heißt, was ist der richtige Kontext, dein richtiger Beruf, die Menschen, mit denen du dich umgeben solltest, welche Hobbys passen wirklich zu dir, was brauchst du, um im Flow zu sein. Für unsere Kernzielgruppe, Trainer, Berater, Coaches, ist es total essentiell, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, weil ihre Haltung ist häufig schon die erste Intervention. Sie müssen schon wissen, wie ticke ich eigentlich, weil das hat schon eine Ausstrahlung auf ihre Kunden. Eine Ausbildung im Bereich Persönlichkeitsentwicklung ist enorm wichtig, weil wir das, was wir machen, eigentlich eh schon von innen heraus machen. Aber mit einer fundierten Ausbildung bringe ich das Ganze auf ein neues Niveau. Ich nehme mich quasi aus dem Prozess mehr raus. Das heißt, ich muss viel reflektierter in das Coaching oder in das Training gehen. Und in der Ausbildung lerne ich das. Ich liebe schon sehr meinen Beruf. Das hat auch zur Konsequenz, dass es nicht 37,5 Stunden sind, sondern dass ich mental ganz viel über meinen Beruf nachdenke oder über die Themen, die anstehen. Am stärksten rauskommen tue ich eigentlich in zwei Situationen. Das eine ist tatsächlich, dass ich Filme liebe. Also ich gehe jede Woche einmal, manchmal sogar zweimal ins Kino. Und das zweite, wo ich richtig gut runterkomme, ist der Golfsport. Da tauche ich ein und da bin ich dann sehr fokussiert auf diesen kleinen blöden Ball und meine Schläger. Und ich weiß, eigentlich gibt es nur uns beide und wir brauchen eine Symbiose, damit der Ball auch mit möglichst wenig Schlägen dahin kommt, wo er hin soll. Was du bei vielen Sportarten merkst, ist eine Parallele zu dem, was wir im Beruf machen. Das heißt, je mehr du übst, desto mehr Glück hast du auf dem Platz. Und das ist natürlich ein Witz, weil es nicht das Glück das Entscheidende ist, zumindest nur zum kleinen Anteil, sondern Übung macht den Meister. Und deswegen sind in unseren Ausbildungen auch immer ein ganz zentrales Thema, sich mit dem Thema beschäftigen, eine Sicherheit zu gewinnen, auszuprobieren, um Angst zu verlieren, das dann im realen Alltag mit deinen echten Kunden zu machen. Ich glaube schon daran, dass es so eine universelle Gerechtigkeit gibt. Und wenn jemand viel bekommen hat, sich entwickeln durfte, ist es nur fair oder vielleicht auch eine Art Pflicht, etwas zu geben. Und von daher engagiere ich mich schon seit vielen Jahren für Kinder, die es nicht so gut haben, sowohl in Afrika wie auch hier in Köln mit den Domspitzen. Ich erinnere mich gerne an die Gründertage in Dar es Salaam in Tansania, wie plötzlich fremde, schwarze Kinder auf meinem Schoß saßen und mich großen Augen angeguckt haben. Das war so ein Moment, wo ich merkte, wir sind nicht alleine auf der Welt. Auch wenn das 6, 7 Flugstunden weg ist, sind es aber Menschen wie du und ich. Und für die mit wenig Aufwand viel erreichen zu können, ist faszinierend.